Also wenn das kein Grund zum Feiern ist. Die Deutsche Olympische Gesellschaft wird in Berlin und bundesweit 70 Jahre. Herzlichen Glückwunsch! Wir wünschen der Deutschen Olympischen Gesellschaft alles Gute zu ihrem 70. Geburtstag. Sie so weitermachen wie bisher, so engagiert und ehrenamtlich. Und ich möchte die Deutsche Olympische Gesellschaft motivieren, diese Idee weiterzutragen. Aus diesem Anlass lud die DOG Berlin zur besonderen Ausgabe der Gesprächsreihe Olympia hautnah in den Scharunsaal in der Berliner AOK-Zentrale. Und natürlich folgten viele Gäste der Einladung, so auch der Berliner Senator für Inneres und Sport Andreas Geisel und Thomas Hertel, Präsident des Landessportbundes Berlin. Die Deutsche Olympische Gesellschaft ist ein Wegbereiter für die Idee der Olympischen und Paralympischen Spiele. Das ist ganz wichtig, um auch zu zeigen, dass Leistung etwas bedeutet und Leistung Spaß machen kann. Nach der Ehrung der Verbände, die bereits seit Jahrzehnten mit der DOG zusammenarbeiten, leitete Moderatorin Gabi Papenburg zur Diskussionsrunde über. Mit dabei auch prominente Sportler wie die dreifachen Paralympicsiegerin im Schwimmen Kirsten Brunn sowie Carsten Finger, der 1992 bei den Olympischen Spielen Silber im Vierer mit Steuermann gewann und der dreifache Kanu-Olympiasieger Sebastian Brendel. In erster Linie ging es darum, die Olympischen Spiele in Tokio auszuwerten, aber auch einen Blick auf die kommenden in Peking zu werfen. Demnach brachte Sebastian Brendel es perfekt auf den Punkt. Es werden Spiele sein, die in einer Blase stattfinden werden. Die Sportler reisen kurzfristig an, ziehen den Wettkampf durch und werden dann danach schnellstmöglich die Rückreise wieder antreten. Besonders deutlich wurde in der Runde, dass sich die ehemaligen und aktiven Athleten, Athletinnen für mehr Arbeit in den Verein und an der Basis aussprechen. Darüber hinaus waren sich alle Beteiligten bei einer Sache einig. Man müsse mehr auf die Kinder und Jugendlichen zugehen, um ihnen den Leistungssport schmackhaft zu machen. Dass sie verstehen, wie viele verschiedene Sportarten wir haben, wie facettenreich dieses Feld ist. Dementsprechend ist der Blick klar nach vorn gerichtet, um an diesen Zielen zu arbeiten. Denn seit über 7 Jahrzehnten geht es bei der Deutschen Olympischen Gesellschaft vor allem darum, die Werte in Sport und Gesellschaft zu verbreiten. Die Erfahrung ist, dass man etwas tun muss, dass man nicht nur für Werte eintreten sollte vor sich selber, sondern vor anderen, dass wir laut werden müssen, aber dass wir auch praktisch anpacken müssen. Schließlich gab es einen tollen Grund zu feiern. Die DOG ist 70 Jahre und wir sagen herzlichen Glückwunsch.